Hallo ihr Lieben, ich bin die Vanessa. Heute geht es um das Einreiseformular für die Malediven und was ihr dabei beachten solltet. Denkt daran, das Video ist Stand 12.06.21. Da sich die Bedingungen jederzeit ändern können, schaut immer beim Auswärtigen Amt nach den aktuellsten Infos. Es tut uns leid, dass wir im Moment nicht alle Kommentare und Anfragen von euch beantworten können. Dadurch, dass im Moment Corona ist, haben wir eben etwas vermehrte Auslastung, weil es bei uns zum Service gehört, dass wir alle Kunden eben insofern betreuen, dass diese ganzen Einreiseformulare und was dazugehört eben noch von uns bearbeitet werden. Deswegen haben wir noch weniger Zeit als sonst. Ich hoffe, dass ihr das berücksichtigt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram und Facebook folgt. Natürlich gerne die Glocke abonnieren, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video raushauen. Und sonst, wenn ihr einen Urlaub auf die Malediven gebucht habt, dann bleibt gerne dran. Wir starten wie immer auf der Webseite vom Auswärtigen Amt. Hier bekommt ihr immer die aktuellsten Infos zur Corona-Lage und zu den Einreisebestimmungen. Da ist bitte einmal zu beachten, dieses Video ist Stand 4.Juni 2021 und zum aktuellen Zeitpunkt sind die Malediven noch ein Hochinzidenzgebiet. Das ist bitte einmal zu beachten. Außerdem zu beachten, dass wir eben diese elektronische Einreiseerklärung vor Abflug ausfüllen müssen. Und den Link dazu, den finden wir unter dem Punkt Einreise. Da gehen wir einmal hier auf die Internetseite der maledivischen Grenzbehörden. Das sieht so aus. Und das, was wir benötigen, ist hier die Traveler Health Declaration. Das Ganze sieht so aus. Wird auf Englisch ausgefüllt. Wichtig ist, das steht hier oben auch nochmal dabei, das Ganze müssen wir ausfüllen innerhalb der 24 Stunden vor Abflug. Und zwar sowohl vor unserem Hinflug als auch vor unserem Rückflug. Also einmal für die Einreise in die Malediven als auch wieder für die Ausreise müssen wir das Ganze ausfüllen. So, das ist einmal eben diese Gesundheitserklärung, dass man da zum einen seine persönlichen Daten, Kontaktdaten eingibt, Adresse vor Ort auf den Malediven und eben am Ende die Fragen, ob man irgendwelche Symptome in den letzten Tagen hatte. So, es fängt an mit einmal Arrival oder Departure müssen wir auswählen. Also füllen wir das Ganze jetzt für die Einreise oder für die Ausreise aus. Wir beginnen mit der Einreise. In unserem Fall machen wir das Ganze vor dem Hinflug, das heißt, wir gehen auf Arrival. Dann werden hier die persönlichen Daten erstmal angegeben, Name, E-Mail-Adresse, ganz wichtig, das ist die E-Mail-Adresse, auf die auch danach dann die Bestätigung kommt. Und einmal der Flughafen, an dem ihr auf den Malediven ankommt. Dann wird noch benötigt ein Foto. Das heißt, das kann ein Passfoto sein, das kann aber auch ein Foto sein, was ihr gerade mal mit dem Handy von euch schießt. Wichtig ist, dass euer volles Gesicht zu sehen ist. Gesicht und Schultern, so wie es eben auch auf einem Passbild aussieht. Aber das muss jetzt kein offizielles Passbild sein. Das kann auch gerade mit dem Handy geschossen werden. Man muss eben nur euer Gesicht erkennen. Das müsst ihr dann einmal hier hochladen. Und dann kommen wir schon zu den Kontaktinformationen. Einmal eure Handynummer, unter der ihr auch erreichbar seid. Dann eure Reisepassnummer. Das sind also eure Passdaten. Die müsst ihr eben parat haben, wenn ihr das Ganze ausfüllt. Dann einmal das Ankunftsdatum. An welchem Datum kommt ihr auf den Malediven an? Also Einreisedatum. Euer Geburtsdatum. Dann, das findet ihr auf euren Reiseunterlagen, eure Flugnummer.
Also mit welchem Flug kommt ihr auf den Malediven an? Dann, was ist das Land, was ihr zuletzt besucht habt? Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel direkt aus Deutschland kommen, dann geben wir hier einmal auch Deutschland an. Es kann aber ja sein, dass ihr vorher in einem anderen Land noch einen Aufenthalt hattet und das müsst ihr dann bitte hier angeben. Dann die Reisedauer. Wie lang werdet ihr bleiben auf den Malediven? Das gebt ihr dann einmal an in Tagen. Dann euer Wohnort, euer ständiger Wohnsitz, also hier in dem Fall dann hier in Deutschland. Dann die Transportart, also wie reist ihr auf den Malediven ein? Flugzeug oder Schiff? In unserem Fall gehen wir wieder von der Flugreise aus, also by air. So, und dann haben wir einmal Folgendes. Welche Insel werdet ihr besuchen? Das heißt, wo werdet ihr euch aufhalten? Auf welcher Insel? Dann, was für eine Art von Unterkunft ist es? Das ist hier aber jetzt nur freiwillig, nur optional. Die Felder, die mit einem roten Sternchen vermerkt sind, die müssen wir ausfüllen. Alles andere ist optional. Ansonsten geben wir hier noch Grund für unsere Reise an. Das ist einmal Holiday in unserem Fall. Und dann noch ganz wichtig, die Adresse eures Hotels oder eurer Unterkunft generell. Das heißt, ihr gebt hier am besten nochmal den Hotelnamen mit an und dann eben die Adresse. Das ist jetzt ganz fiktiv hier, keine echte Adresse, die ich hier angebe. So. Das ist für Leute, die dort arbeiten. Das ist jetzt nicht in unserem Fall auszufüllen. Was als nächstes noch ausgefüllt werden muss, ist, das Ganze fällt allerdings weg, wenn ihr direkt aus Deutschland fliegt, kommt ihr aus einem Gelbfiebergebiet. Deutschland ist kein Gelbfiebergebiet, also wir gehen davon aus, dass wir jetzt direkt aus Deutschland auf die Malediven fliegen. Das heißt, wir kommen nicht aus dem Gelbfiebergebiet. Solltet ihr aus einem Gelbfiebergebiet anreisen, weil ihr vorher noch mal in einem anderen Land wart, dann müsst ihr das hier bitte einmal angeben. Und dann ist es wichtig, wenn das der Fall war, dann müsst ihr auch eine Impfung, eine Gelbfieberimpfung vorweisen können. Aber wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass wir direkt aus Deutschland einreisen. Somit ist das Ganze hier nicht auszufüllen. Und als letztes werden dann, wie gesagt, nochmal die ganzen Symptome nochmal angesprochen. Und dann solltet ihr hier bitte angeben, ob ihr eins der Symptome hattet. Und falls ja, wann und so weiter. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir symptomfrei sind. So, wir gehen natürlich wieder von einer ganz normalen Flugreise aus mit Hin- und Rückflug. Das heißt, ja, wir haben auch den Rückflug schon geplant. Und dann geben wir einmal an, wann wir die Malediven wieder verlassen, wann also unser Rückflug geht. So. So, dann haben wir einmal dieses Kästchen hier. Das bedeutet Folgendes: Ist in eurem Land ein negatives Testergebnis für die Einreise erforderlich? Also das gilt jetzt für den Rückflug. Das heißt, ist Deutschland ein Zielgebiet, was ein negatives Testergebnis bei Einreise verlangt. In dem Fall ist das der Fall. Immer wenn wir von Deutschland aus einem Risikogebiet oder hier ja sogar Hochinzidenzgebiet aktuell einreisen nach Deutschland, dann brauchen wir ein negatives Testergebnis. Das heißt, wir müssen das einmal anklicken. So, und als nächstes brauchen wir natürlich einmal hier
die Bestätigung, dass wir ein negatives Testergebnis dabei haben. Jetzt geht es ja noch um die Einreise vor unserem Hinflug auf die Malediven. Und da brauchen wir ja ein negatives PCR-Testergebnis, was nicht älter als 96 Stunden sein darf. Also ab 4 Tage vorher dürfen wir das machen. Jetzt geben wir natürlich an, ja, wir haben einen Test bereits gemacht. Wir können das Testergebnis jetzt auch direkt hier hochladen, digital, müssen wir aber nicht. Wichtig ist, dass wir angeben, ja, wir haben eins dabei und das müsst ihr natürlich dann auch mitführen. Dann geben wir einmal an, wann wir diesen Test gemacht haben. Und das Ergebnis sollte natürlich negativ sein. Jetzt geht es noch darum, dass Leute, die schon geimpft sind, können das hier einmal angeben, wann die geimpft wurden, mit welchem Impfstoff sie geimpft wurden, Dosis 1, Dosis 2, wann das Ganze passiert ist, einmal hier angeben. Ansonsten auch für Menschen, die genesen sind, beziehungsweise schon positiv getestet wurden innerhalb der letzten 3 Monate, das kann man auch einmal hier angeben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir noch nicht geimpft sind. Und auch nicht genesen sind. Bitte noch einmal hier angeben, wenn ihr in den letzten 14 Tagen in einem anderen Land euch aufgehalten habt, als in eurem Land, wo euer ständiger Wohnsitz ist, also ein anderes Land als Deutschland in dem Fall. Ansonsten ist der Rest hier optional. Hier kann man noch das Gepäck mit angeben, ob man ja, besonderes Gepäck dabei hat, ist jetzt aber nicht verpflichtend. Jetzt gehen wir es gerade noch mal kurz durch. Wichtig sind, wie gesagt, die Felder mit einem roten Sternchen. Das sind einmal unsere Kontaktdaten. Das Foto, das muss angegeben werden, das muss hochgeladen werden. Unsere Passdaten und eben die Fluginformationen, ne? Dass wir einfach angeben, mit welchem Flugzeug kommen wir an, Flugnummer. Unser ständiger Wohnsitz und eben unsere Adresse auf den Malediven. Gelbfiebergebiet kommen wir nicht her. Wir haben auch keine Symptome. Rückflugdatum. PCR-Testergebnis haben wir gemacht. Für die Geimpften und Genesenen einmal dieses Feld. Und dann kann man das Ganze auch schon abschicken. Wunderbar. Und so sieht das Ganze aus. Das bekommt ihr jetzt. Also das ist das, was ihr vorzeigen müsst. Ne? Ihr könnt es gerade runterladen als Bild. Ihr könnt da gerade ein Foto drauf von machen. Wenn ihr das Ganze auf dem Handy ausgefüllt habt, macht gerade einen Screenshot davon. Und mehr braucht ihr auch gar nicht. Das ist das, was ihr bei Einreise vorzeigen müsst. Der QR-Code. Genau, das war es tatsächlich auch schon. Bitte denkt daran, aktuell sind die Malediven noch Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet zum aktuellen Zeitpunkt, dass ihr bei Rückreise nach Deutschland 5 Tage mindestens in Quarantäne sein müsst. Nach den 5 Tagen dürft ihr dann nochmal einen Test machen. Wenn der negativ ist, dürft ihr nach den 5 Tagen aus der Quarantäne raus. Das Ganze gilt natürlich nicht für Geimpfte und Genesene. Die sind eine Ausnahme. Aber bitte denkt daran, dieses Video ist 4.6.21 gedreht worden. Schaut bitte immer beim Auswärtigen Amt nach den aktuellsten Informationen, weil sich das Ganze ja jederzeit ändern kann. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Ausfüllen vom Formular, wenn ihr irgendeine Frage, irgendein Feld nicht verstanden habt, Fragen aller Art, bitte gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, folgt uns gerne auf Facebook und Instagram. Wir antworten euch auch auf eure Nachrichten. Wir würden uns super freuen. Und ansonsten ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.